Ja, Helmut Hirt hat hier in Stuttgart Zweitaktmotoren entwickelt und er brauchte damals kaufmännische Unterstützung. Und so kam Hermann Mahle dazu und das war am 1. Dezember 1920. Und dieses Datum gilt auch als Geburtstag unseres Unternehmens. Wesentliche Meilensteine waren, dass wir uns immer umgeschaut haben, welche Technologien und Unternehmen können wir dazu kaufen. Und dazu gehört sicherlich im Jahr 2013 die mehrheitliche Übernahme von Beer, wo wir ins Thermomanagement eingestiegen sind. Aber auch im Jahr 2014 haben wir beispielsweise den slowenischen E-Motorenhersteller Letrika gekauft. Und das war für uns ein großer weiterer Schritt Richtung E-Mobilität. Sehr wichtig war für uns die Internationalisierung, die in den 70er Jahren begonnen hat, wo wir erste eigene ausländische Standorte hatten. Und mittlerweile haben wir mehr als 160 Standorte in mehr als 30 Ländern. Und wichtig für uns als Grundhaltung, ist kein Meilenstein, aber eine Grundhaltung ist eigentlich die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur. Also unseren Mitarbeitern das richtige Umfeld zu bieten, mit Blick auf modernes Arbeiten, mit Blick auf Ausbildung, Weiterbildung, Weiterqualifizierung, jetzt gerade auch im Sinne der E-Mobilität, aber auch verbunden mit unserer Innovationskultur, zum Beispiel auch Richtung unternehmenseigenen Startups. Also da gibt es sicherlich etliche Innovationen, die zu nennen sind. Das war halt zur Unternehmensgründung der Leichtmetallkolben. Wir haben uns ja weiterentwickelt dann in die Filtration und dann auch Thermomanagement. Eine große Innovation war im Rahmen des Thermomanagements die Batteriekühlung, die wir heute für batterieelektrische Fahrzeuge brauchen oder auch für Plug-ins, weil man dort ja auch eine Batterie hat. Die muss gekühlt werden und da sind wir seit über 10 Jahren wirklich Pioniere auf diesem Gebiet. Man kann aber auch des Weiteren nennen unsere Produkte für Brennstoffzellenanwendungen, die zum Teil auf der Straße sind, aber wo wir wirklich jetzt noch mal ganz intensiv dran arbeiten, um die Brennstoffzelle als einen technologischen Baustein für die Zukunft weiterzuentwickeln. Aber auch könnte ich nennen für die batterieelektrische Mobilität heute unsere Hochvolt-elektrischen Kompressoren. Aber auch sind wir im Bereich der E-Bikes unterwegs. Also es gibt so viele Innovationen, die alle aufzuzählen, geht gar nicht. Wichtig ist aber auch, dass wir auch an Prozessen arbeiten. Prozessinnovationen sind für uns auch wichtig. Hier als Punkt vielleicht, um auf den Kolben zurückzukommen. Wir haben erst kürzlich einen Kolben im 3D-Druckverfahren hergestellt, einen Hochleistungskolben. Und wir denken, dass diese Technologie sehr zukunftsweisend ist. Naja, erstens mal sind wir natürlich stolz, 100 Jahre zu sein. Und ich glaube, da können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch stolz sein. Und ich glaube, das ist das richtige Stichwort schon. Wir sind wirklich stolz auf unsere Belegschaft. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Know-how, bringen das ganze große Engagement jeden Tag, die uns 100 Jahre haben werden lassen. Und darauf bauen wir auch für die Zukunft. Unsere Industrie steht sicherlich vor sehr großen Herausforderungen und der Mahle-Konzern auch. Wir haben gerade in diesen Tagen sehr wichtige und auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber wir müssen diese Entscheidungen treffen, um zukunftsfähig zu sein und insbesondere wettbewerbsfähig zu sein. Denn wir müssen ausreichend Mittel generieren, um in die Zukunft investieren zu können. Und die Zukunft heißt für uns, wir müssen in Technologien investieren. Das heißt, wir investieren sehr viel Geld in unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen für alle Arten der Mobilität, der batterieelektrischen Mobilität, für Hybride, aber auch in Brennstoffzellen, die ich schon genannt habe, aber auch alternative Kraftstoffe, E-Fuels, auch Wasserstoff als Verbrennung spielen eine große Rolle. Und wir wollen auch weiter investieren in unsere unternehmenseigenen Start-ups. Wir haben ja hier zwei, drei erfolgreiche Beispiele. Charge Big zum Beispiel mit einer Elektroladeinfrastruktur. Das sind Zukunftsthemen, die wir sehr, sehr intensiv bearbeiten. Ja, für mich bedeutet es zum einen, dass wir sehr viel Erfahrung gesammelt haben, sehr viel Know-how im Konzern haben, was wir mit frischer Innovationskultur verbinden wollen und damit auch uns weitere möglichst 100 Jahre oder noch länger erfolgreich entwickeln zu können. Aber letztendlich ist es aus meiner Sicht ein sehr, sehr starkes Fundament, was
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und uns als gesamtes Unternehmen die Kraft geben kann und sollte, wirklich die Zukunft der Mobilität weiterhin aktiv zu gestalten.